Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, im letzten Rennen hatten wir eine sehr gute Strategie. Wir sind mit beiden Fahrern auf eine Zweischub-Strategie gegangen. Und ja, wie ihr seht schon, Albon auf Platz 8 mit plus der schnellsten Runde. Mit plus der schnellsten Runde, was für ein Deutsch. War ganz okay. Bei Schumacher weiß ich nicht genau, er hat leider einen Unfall gebaut, wodurch irgendwie er Norris berührt hat. Ich frag mich nicht, wie er es geschafft hat, da Norris zu berühren. Aber man hat auf jeden Fall natürlich 5 Sekunden Strafe bekommen. Wir mussten früher in die Box. Flügelwechsel, allem drum und dran. Deswegen nur auf Platz 17. Trotzdem noch sehr weit vor den Aston Martins. Das ist auch krass eigentlich. Und ja, mit Albon sind wir halt nach den harten Reifen auf die Soft gegangen. Hatten dann 14 Sekunden Rückstand auf ja, diese Truppe hier. Sainz, Show und Magnussen. Vettel und Russell ein bisschen dahinter. Die haben eine richtige Zeit verloren. Da kam er relativ gut daran. Also Albon kam aus der Box hinter den beiden. Die beiden waren am Fighten. Albon fährt vorbei, als wären sie nicht da. Dann halt Magnussen geschnappt und in der letzten Runde dann Show und Sainz. Und dann am Ende doch noch fast eine Sekunde weggefahren. Also das war kein schlechtes Rennen. Problem ist halt, Alonso wurde halt Sechster, hat 8 Punkte geholt, wir halt nur 5. Wodurch dann uns vorbeigegangen sind und wir jetzt auf Platz 8 sind. Aber wir haben damit unsere in 8 Rennen 2-mal Punkte geholt. Also das Update letzte Mal hat was geholfen. Hoffentlich. Also ist klar, die anderen können jetzt ein Villeneuve, also Circuit Gilles Villeneuve, ein nächstes Update bringen. Bei uns dauert das leider noch etwas. Nämlich wahrscheinlich nach dem Rennen. Was ja, uns für Großbritannien ein kleines Hilfchen sein sollte. Aber ja, wir machen weiter. Schumacher kriegt einen Punkt, der macht Kontrolle. Und ist ein 79er-Fahrer jetzt. Ja, der kriegt nämlich hier relativ viel Kontrolle, damit er halt nicht mehr so viele Unfälle baut. Es hat sich gebessert, muss man sagen. Wir haben alle noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube mal, wir verlängern mal Verträge. 4 Saisons, du kriegst jetzt 1,5 Millionen. 1,5 Millionen, nicht zu viel. Ja, Pauschale. Dafür aber jetzt Platz 16 gibt es erst diese Bonusschwelle. Angenommen. Schumacher verlängert. Ich muss sogar sagen, mit Albon verlängern wir auch. Um ein weiteres Jahr. Ach, der hat noch Vertrag. Moment mal, ist die, über wie viele Saisons der Vertrag laufen soll, ist die Saisonmitte erreicht, zählt die aktuelle Saison zur Vertragsdauer. Stimmt, nächstes Jahr beendet, ja stimmt, der fährt nächste Saison und dann haben wir halt ihn hier, der hat auch einen Vertrag halt für nächste Saison und dann kriegt er halt den Posten für den zweiten Fahrer, wenn er gut genug ist. Ne, vielleicht behalten wir auch Albon, weil Albon ist halt 28, Schumacher 25 und Sargent 23. Und gegebenenfalls lassen wir Sargent halt ziehen. Gegebenenfalls. Ne, also ich bin momentan zufrieden, dass die beiden, also Schumacher ist klar, der hat einen Fehler gemacht. Macht momentan ziemlich viele Fehler, aber es werden besser. Ne, und ich glaube, er hat, glaube ich, hier auf 88 Kontrolle, macht sehr wenig Fehler und er verbessert sich immer auf 84 mittlerweile. Und Sargent, glaube ich, könnte relativ viele Fehler machen, deswegen will ich ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber, ja, abwarten. Nächste Saison haben wir unsere Fahrräder erstmal fest. Und dann, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Kanada wird ein interessantes Rennen. Weil es bisher immer kurios war. Nee, wie lange hat er jetzt Vertrag noch? Wie lange haben wir jetzt Vertrag gemacht mit ihm? 3 Jahre. Ja, bis Ende 27 haben wir mit ihm jetzt verlängert. Sein Vertrag beginnt am 10. Juni 24. Ja, passt doch. Ganz kurios. Naja, wir reisen nach Kanada. Und vielleicht endlich auch mal die ersten Saisonpunkte für Schumacher zu holen. Ja, der hat, was das angeht, dieses Jahr nicht so viel Glück. Regen. Oh, das könnte schon mal sehr gut sein für uns.
Training fährt Sergeant. Ne? Nächsten Dings fährt dann auch Sergeant für Elben. Obwohl Elbens. Ja, obwohl Elben ist Thailänder. Dann ist es egal. Obwohl, nee, wir machen es einfach folgendermaßen. Schumacher fährt und Sergeant fährt und in Großbritannien darf dann Elben und Sergeant fahren. So. Ist vielleicht besser. Nicht zu viel Flügel. So. Bremsenstabilität. Rüberballern. Letztes Mal haben wir Gott sei Dank am Ende noch irgendwie es geschafft, ein gutes Setup da rauszukitzeln. Aus dem Nirgendwo. Von daher ist das ganz gut. So, Sergeant Vorschub. Oh. Der Vorsprung ist irgendwie... Ja, die anderen haben wahrscheinlich jetzt Updates gemacht. Okay, die Strecke ist aber auch sehr kurz, ne? Und auch eigentlich noch schneller als Baku, finde ich. So, was ist... Oh, schlecht. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall mehr Dings. Ja, lassen wir mal so. Genau, wir probieren das mal so. Ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst auf jeden Fall Opa, das war das Falsche. Ist auf jeden Fall mehr, weniger Flügel. Traktion war sogar perfekt. Oh, hier müssen wir dafür weniger Flügel nehmen. Ja, passt doch. Und dann darf Elben auch mal ins Training einsteigen. Klar, normalerweise lässt man den Freitagsfahrer nicht so häufig fahren, wie wir es machen. Ja. Die McLaren sind definitiv abgerutscht. Am Anfang der Saison waren die ultra stark, haben aber jetzt irgendwie ihren Rhythmus verloren. Wir sind zurück für einen Tag. Wir sind zurück und du kannst den Mund halten. So, und wie ist... Okay, wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Flügel holen. Und lassen das Ganze mal. Und hier, okay, ganz deutlich auf jeden Fall mehr Flügel. Traktion würde ich in die andere Richtung packen. Nicht zu viel. Die Kurvengeschwindigkeit können wir auch anpassen. So, so sollte es ganz gut sein. So, T3. Bringt uns etwas nach vorne. Perfekt. Haben wir Schumacher stärker als Elben? Oh. Sieht man im Training nicht so häufig. Oh, die Setup ist ganz gut. 88 und 90. Okay, hier müssen wir noch was anpassen. So. Wenn etwas hier halt rausfällt, dann ist das ganz gut. Und 90 behalten wir. So, auf ins Qualifying. Gucken, ob direkt im Q1 Regen wäre. Das wäre sehr hilfreich. Ist aber nicht. Deswegen Elben rausfahren. Schumacher auch relativ nah hinterher. Gucken, ob das jetzt... Jetzt teste ich mal, ob dieses Windschattenspiel vielleicht ein bisschen was bringt. Wenn ja, dann können wir das in Monster auf jeden Fall deutlich mehr nutzen. Aber leider gibt es hier leider keinen Regen. Ich hätte es gern gehofft. Muss natürlich aufpassen, dass uns keiner vor die Karre fährt. Das passiert ja gerne mal. Im Qualifying. Na, ah, da kommt ein Rosini wollte schon sagen, kommt Ferrari raus. Ja, der könnte im Alfa Romeo vor uns ein bisschen im Weg sein. Und sieht momentan sehr gut aus, dass keiner dabei ist. Okay, der Ferrari könnte uns auch noch im Weg stehen, ne? Wird eng. Oh, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Der Windschatten könnte schon mal recht ein bisschen hilfreich sein. Wo ist der Ferrari? Der sollte gleich beschleunigen eigentlich.
Oh Gott, der sollte jetzt Schumacher nicht im Weg stehen, weil er gleichzeitig beschleunigt. Der läuft. Und Schumacher schneller als Albon. Es bringt wohl was. Oder Albon wird von dem Ferrari doch ein bisschen blockiert. Schwer zu sagen. Das kann man dann wirklich nie wissen. Okay, Russell wurde aufgehalten. Show wurde auch aufgehalten. Hamilton. Also so weit weg sind wir nicht von den Top-Zeiten. Das ist sehr gut. Naja, Windschatten hilft wohl doch mehr, als man denkt. Ich dachte immer so, ja, das ist halt vielleicht im Spiel nicht so wie im Echt, aber scheinbar doch. Und wir sind etwas langsamer noch als Haas und als Ocon. Wo ist Alonso? Der ist noch keine Zeit gefahren. Der sollte aber jetzt gleich kommen. Oh, Verstappen darauf gehalten. Eieiei. Momentan werden beide Fahrer weiter. Das gefällt mir. Wir haben einen sehr guten Vorsprung auf die... Okay, jetzt haben wir den Fall, dass Schumacher ein bisschen vom Alpine den Windschatten bekommt und Albon gleichzeitig von Schumacher. Alles klar, Stroll, Vesti und Tsunoda werden es vielleicht schaffen. Aber Verstappen und Russell sowie Show sollten eigentlich an uns vorbeigehen. Mit einer guten Runde könnten wir es sogar schaffen, Vettel zu bekommen. Muss man warten, wie das Ganze sich entwickelt. Aber Albon ist nicht so nah dran, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Er hat vielleicht minimal noch ein paar Sachen vom Windschatten. Ja, das ist echt möglich, dass es echt so ist mit dem Windschatten, weil Schumacher verbessert sich nicht. Okay, there's a big crash. Yes, okay. Oh, es ist Show. Yellow head. Okay. Damit sollten die Ronden eigentlich K.O. sein. Ich frage Russell, ob der es parkt. Russell ist weiter und Schumacher ist auch weiter. Schumacher hat es geschafft, außer Albon schlägt ihn jetzt. Nein, die gelbe Flagge hat da was nicht. Aber Schumacher ist weiter in Q2. Zwei miteinander. Haben es geschafft. Auch wenn es sehr, sehr knapp jetzt war, weil Schumacher halt ausgeschieden ist. Aber man merkt eine Steigerung. Ne? Wir konnten jetzt halt nicht nachlegen. Wegen der gelben Flagge. Aber trotzdem, wir werden dann auf Platz 16 und 17 gewarnt und sind halt nah dran an den Fahrern vor uns. Jetzt ist wetterabhängig. Q2. 22. Wieder trocken. Die Fahrer sind mit angefahrenen Reifen. Aber schön, dass der ES aktiviert ist. Ja, wir haben schon, weil wir mussten die Runde ja ein bisschen abbrechen, deswegen sind die Reifen jetzt nicht so K.O., aber es könnte vielleicht sogar was bringen, wenn die Reifen leicht angefahren sind. Aber bei der Alpine kann aber jetzt deutlich stärker werden langsam wieder. Dann haben wir richtig Schwierigkeiten, weil Hamilton holt gefühlt dauerhaft Punkte für Alpha Tauri, Alpine ist etwas schneller als wir. Haas eigentlich auch, aber mit Magnussen Gott sei Dank. Und genau deswegen will ich Sargent ein bisschen Zeit geben, sich noch zu entwickeln. Vielleicht verlängere ich den Vertrag von Albon ja nochmal ein Jahr. Weil, wenn er reinkommt und halt langsamer ist, klar, im Training sieht man das nicht so sehr. Och nein, oh nö. Du dummer McLaren. Hamilton. Ja, wir mussten bremsen. Die Runde kann man eigentlich jetzt schon wegschieben. Das haben die richtig gut getimt. Und es ist da richtig gut im Weg zu stehen. Das ist natürlich auch die Gefahr, wenn man halt nur auf den zweiten Versuch geht. Wenn da etwas schief läuft, wie gerade eben mit Show, hat man da Probleme.
1.13.4, das ist doch viel zu langsam. Oh, schön. Jetzt könnten die dem Magnus in den Weg stehen. Neue Reifen. Ja, okay. Schumacher war doch mal deutlich aufgehalten. Eieiei. Oh, Vettel hat aber auch eine schlechte Zeit hingesetzt. Alonso auch. Wenn man bedenkt, dass wir eigentlich relativ nah waren im ersten... Hä? Sind Verstappen und Sainz die gleiche Zeit gefahren? Scheint wohl so. Schnappt ihr den Windschatten von Ferrari? Oh, oh toll, wir haben hinter uns einen Gasly. Die bremsen mal, wenn die aus der Box kommen, merke ich. Also wenn der 15. wird, dann mindestens nicht mit so einem Abstand. Oh, Magnussen ist auf jeden Fall mal weit weg. Der will eine freie Fahrt haben. Wie jeder zweite Fahrer macht das nur mit dem Aufwärmen. Aber Daumen drücken, dass es eine bessere Zeit wird. Also verbessern sollte sich eigentlich jeder. Oh ne, Magnus nicht. Magnus hat wohl schon eine gute Zeit hingesetzt. Magnus verbessert sich. Kommen die anderen alle. Raus auf Platz 4. Markus und Ricardo sind draußen. Vettel ist auch raus. Was macht Schumacher? Kein guter zweiter Sektor. Hm. Leclerc ist raus. Krass. Er hat zumindest nicht so viel Rückstand gehabt wie... Okay, wir wurden... Etwas langsamer. Hätte letztes Mal nicht gereicht zum Weiterkommen. Ihr werdet auch kein Windschatten.